So, meine Freunde, da sind wir wieder zurück. Ja, jetzt haben wir uns leicht, auch wirklich leicht überschlagen, weil, ja, wir haben eigentlich so eine Aufgabe, Good for War Preview vor dem 5. April. Werden wir wohl nicht hinbekommen, weil wir brauchen dafür die, ja, können wir gerne zeigen. Play Studios 2, die haben wir leider nicht, das ist das Problem. Wir werden bis dahin nicht genug Geld zusammenkriegen. In diesem Sinne, wir werden jetzt in diesem Part versuchen, ja. Hallo, mein Name ist Isabel und ich rufe wegen einer Bankanlehne an. Wir würden Ihnen gerne unsere Verbraucherkarte anbieten, womit Sie 1000 Rabatt bekommen. Wir zum Beispiel das 12. So, wir lassen sie mal reden. So, wir kriegen 5% durch Trollolol. So, wir kriegen neue Karten. Outro mit Logo. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Mal gucken, was nehmen wir denn? Latino Yoga Odyssey, was haben wir denn da? Puh, machen wir mal ein Review drüber. Platz 64.000 Abonnenten. Oh, schon mal eine gute Zahl. So, dann machen wir unser Review. Wir brauchen auch wirklich auch mal weit ein anderes Intro, weil. Ausschnitt. Puh. Ja, kommt auch super an. Wir versuchen realistisch zu spielen. Ja, feiern wir mal. Ach, es hat Skriptbonus gegeben. Egal. Zusammenfassung des Spiels. Da sind wir mal ein bisschen ernst. Kommt noch nicht so an. Das Spiel hängt sich auf. Wir sind Profis. Ne, kommt auch nicht an. Und wir schalten die Kamera mit dem Abspann aus. Boah, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Puh. Nee, das passt nicht zusammen. So. Läuft. Wir brauchen ein bisschen mehr für die Farbe. Wir machen noch ein bisschen Fokus und wir zeigen, dass wir es richtig gut können. Oh, so viel jetzt für die Konsolen. Ey, wir haben bald echt ein Problem. Ja, war klar. Überall neuer Rekord. Interesse ist noch so na, dann das dürfte für Review gut ankommen. Was? Wir hatten doch gerade noch 64.000 Abonnenten. Jetzt sind es nur noch 62.9? Das ist nicht, worum ich dich gebeten habe. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen, aber anscheinend lag ich falsch. Wir sehen uns. Ja, sorry. Nicht geschafft. Ich muss momentan ordentlich ackern, dass wir momentan halt auf Geldreserven kommen. Beiläufige Kritik. Die nehmen wir mit. Oder machst du mal die Tür zu? So. Würde ich sagen, essen, pennen und gegebenenfalls unsere Vorräte wieder auffüllen. Weil nur mit Centen, ja, okay. Kommt so lala rüber, naja. Ach so, die hätten noch einen zweiten Gameplay-Part gewollt, okay. Das lange war das Spiel Family Warrior 5. Okay. Ja, holen wir uns das direkt, damit wir einiges vielleicht wieder rausholen können. Ja, wir brauchen auch wieder Lebensmittel. Komm, wir gönnen uns auch mal was Gutes. So, machen wir direkt ein Unboxing. Das muss doch gut ankommen.
Also der Nachbar. So, interaktiver Ladebildschirm. Machen wir mal einen ernsten Kommentar. Nö. Wir haben ein Easter Egg gefunden. Kommt gut an, der feierliche Schrei. Ladebildschirm. Wow, da sind wir mal sinnfrei. Bleibt doch sinnfrei. Wir haben 20 Kills gemacht, bevor wir getötet worden. Profi-Kommentar. Bäh, der kommt nicht an. Handlungswechsel mit Abspann. Nö, auch nicht. Naja. So. Legen wir darauf mal ein bisschen Wert. Wow, Interesse ist gut da. Aber ein neuer Rekord in der Nachbearbeitung. Alles klar, läuft doch. Laden wir es hoch, Essen happen und gehen ackern. Wir brauchen Geldreserven, aber ganz dringend. Yeah, 12 Stunden ackern. Oh, die Kommentare kommen auch größtenteils richtig gut rüber. Oh ja, die kommen richtig gut rüber. Dann holen wir uns Call of Fury auch noch mit dazu. Und haben auf jeden Fall einige zu tun. Nämlich noch ein Unboxing. Weil die zockt ja gerade eh mit meiner Konsole. Dann hoffen wir mal, dass das gut rüberkommt, weil Abonnenten- und Viewzahl explodiert gerade ganz gut. Ja, wir starten wieder bei... Dass wir keine andere Einleitung bekommen, das ist irgendwo... Ja, das kann man auch schon sarkastisch sehen. Ja, wir machen mal einen feierlichen Schreiben, so von... Ah, ich wurde gekillt! Ladebildschirm mit Hinweis, da sind wir mal sinnlos. Oh, ja. Harte Aufgabe bewältigt. Können wir jetzt mal den Profi-Kommentar verwenden oder kommt der wieder falsch rüber? Naja, wenigstens ohne Abzug. Und den Abspann. Yeah! So, da haben wir wenig Punkte, da haben wir wenig Punkte und hier brauchen wir noch ein paar Punkte. Oh ja, Interesse richtig gut, also da brauchen wir auch definitiv dann nachher Gameplay. Dann machen wir von beiden zwei Gameplay-Parts. Review-Parts. Läuft doch. Nintendo, Einladung zu einer... Okay. Lieber Drago, wir freuen uns, dich zu... Zu der Präsentation unserer neuen Videospiels Inner Portal Eis Einzelland, welches bald für Nintendo DES erscheint. Wir zählen auf deine Mithilfe. Liebe Grüße. Jo. Gerne. Kommen wir hin. Auf den guten Unboxing gönnen wir uns einen Hotdog. Am 13. April will sie mit mir unterhalten. Das Problem ist, ja... unser Computer ist noch kurz am Arbeiten. Nur die Zeit können wir kurz zum Chillen verbringen. Ich will sie nicht verkaufen. Wir wollen jetzt Gameplay machen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, in diesem Part werden wir doch noch ordentlich absahnen. Wir wollten anfangen mit... Genau, Family Warriors. Mit der Preview. Hm.
Ja, kommt richtig gut rüber. Mit Hinweis, das ist immer sarkastisch. Ja, mein Kopfschuss wird des Springs erhalten. Interaktiver Ladebildschirm, da machen wir mal einen ernsten Kommentar. Nö, aber unsere Figur ist gut gelaunt. Wir haben den letzten Kill gemacht, das ist immer der Profi. Yeah. Und noch Nachbarbildungsverdoppler. Und wir schalten wieder aus mit Abspann. Halleluja, die Abozahl explodiert, Aufrufe explodiert und der PC explodiert. Da kommt doch Freude auf. So, hier haben wir, hier brauchen wir noch was, da noch und der Sound definitiv wieder. Jetzt wird noch ein drittes Spiel kommen, aber wie ihr sagt, wir haben momentan noch zwei aktiv laufen, wo in beiden momentan die Kasse klingelt. Man kann ja auch nicht alles machen, also das habe ich ja auch schon gelernt. Du kannst dich nicht überschlagen. Mach erst die Sachen fertig, die du kannst, ja. Techniker, kommen Sie mal reparieren. Der Computer arbeitet, okay. Dann gehen wir auch kurz eine Runde Schuhe putzen. Ein 79.000 Abonnentenmann putzt für euch die Schuhe. Das Call of Fury Unboxing, das bringt sogar noch... Was? 10.000 Abonnenten allein das Spiel? Ey, das geht ja mal richtig ab. $100? Ja, ist jetzt gut. Oh, zieh dich um, Präsentation. Okay. Die Call of Fury Preview, die dauert noch ein bisschen, okay. Denn wir müssen uns jetzt fertig machen. Zur... Ja. Presi! Also gehen wir hin. Und lassen nebenbei die Klasse... Klasse klingeln. Wow. Naja, halbwegs gut besucht. Willkommen zur Präsentation von Impossible Ice. Das ist ein Grafik-Adventure-Spiel und wurde... Und wir werden es auf Nintendo DES rausbringen. Ich rede das eh doppelt, merke ich gerade. Die Presseversion des Spiels bekommt eine Wertung von gut. Das Game wird am 15. April mit seinem Preis von 49,99 veröffentlicht. Okay, gehen wir. Hat uns das jetzt einen Vorteil gebracht? Oder gehen wir jetzt, oder ist es jetzt wie immer, wir können noch eine Runde mit den ganzen Leuten quatschen. Jupp, wir können noch eine Runde mit den ganzen Leuten quatschen. Machen wir auch. Oh, bist du Naomi Campbell? Ja, vielen Dank an den Tipp aus dem Chat. Ja, ganz alte Spiele sollte man vielleicht mal verkaufen. Das bringt auch noch mal extra Dollars. Aber man soll hier definitiv doch so ein bisschen... Diskussionen aufbauen. Ey, wo gehst du hin? Ach so. Da ist er hingelaufen. Ich wollte gerade sagen, wo rennt meine Figur hin? Ey, du siehst gut aus, Manuel. Unser, der Balken bewegt sich aber gerade herzlich wenig. Egal, das wird mit dem nix. Geht's mal weiter? Okay, hier kommen ein paar Early Access Fehler mal zustande. Dann quatschen wir noch ein bisschen mit der Campbell. Da lief ja der Balken ganz gut. Vielleicht sieht man sich demnächst. Und wir quatschen mal weiter, weil... Dann nehmen wir die Theresa auch noch.
Lalandus. Bei der gehen wir auch mindestens auf Bekannte hoch. Lalandus. Ah, müssen wir nochmal quatschen? Kein Problem. Ja, vielleicht sieht man sich demnächst, vielleicht bei der nächsten Einladung von Nintendo oder anderen. Posieren wir mal für die Presse, mal gucken, was der Türsteher jetzt sagt, wo wir 85.000 haben. Danke, du kannst umgehen, du bist noch nicht wirklich bekannt. Ist man das hier erst bei 10 Millionen oder wie benimmt der sich? Nikosoft lädt uns auch ein. Was ist denn jetzt los? Cyberbuddhist für Nikosoft Zbox. Okay, das ist am 16. April schon. Hey, jetzt kommen aber die ganzen Dinger. So. Mir hat man als Tipp mal vorgeschlagen, ältere Spiele mal verkaufen. Custom Bedtime, so 12,50. Ja, wir fangen damit langsam an, aber momentan geht das ja eigentlich von denen. Wir essen noch eine Kleinigkeit und müssen dann. Preview haben wir von Warriors, das heißt Call of Fury müssen wir die Preview starten. Gönnen wir uns ein Sandwich und sind wir voll motiviert. Und gegebenenfalls müssen wir dann mal schauen, ob wir unsere Technik mal wieder ein bisschen aufmotzen sollten. Oder doch erstmal ein bisschen einen auf Sparemann und Söhne machen. Wobei, das Call of Fury Geld ist noch nicht aufs Konto gekommen. Das könnte... Da haben wir fast 400. Oh, ist durch. Die Preview kommt ja dann auch noch. Die Preview hier kommt noch mit dazu. Du hast den letzten Kill gemacht. Die professionellen Kommentare. Mit Doppelbonus. Läuft. Oh, Zusammenfassung des Spiels. Sind wir mal sinnfrei. Wir haben eine harte Aufgabe bewältigt. Den mörderischen Blick dafür. Nö, kommt nicht an. Meine Fresse. Ladebildschirm mit Hinweis. Wir sind heute voll unlustig. Und den Handlungswechsel mit Abspann. Er gibt uns was anderes, wenn das falsch ist. Also das ist auch dann... Das ist sinnfrei. Oh... Jetzt laden sie uns alle ein. Honey lädt uns auch noch ein. Kermits Yeti. Jetzt sind wir langsam gefragt. Überall sollen wir guten Tag sagen. Scheibenkäse. Für das Ding haben wir keine Verwendung, leider. Schade. Oh, was für ein Interesse. Halleluja. Ja, wenn du ein Kinoticket bezahlst, bitte. Das ist dann auch die letzte Sache für diesen Part, weil das sonst überschlägt es sich doch... Aktuelle Kleidungsform los, lässig. Ja. Ich bin da halt ziemlich lässiger. Mit dem haben wir dann 500 Dollar auf dem Konto. Die Preview von dem kommt ja dann auch noch. Dennoch von beidem das Gameplay und vielleicht kommt doch bald die Geschichte, dass man doch bald uns doch die nächste Herausforderung angehen. Weil das Spiel wollte ja schon, dass wir schon bei 50.000 Leuten umziehen. Nehmen wir den Tristan. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, bei jeder Veranstaltung machen wir mindestens zwei auf bekannt. Weil so vernetzt man sich ja auch um einiges mehr. Jetzt mal klingt lalalisch. Lalalisch, malamusch. Vlog aufnehmen?
Das ist. Oh, warum kommen wir auf so eine Idee nicht mal früher? Ist ja auch mal eine Sache. Warum kommt. Warum kriegt man nicht mal für sowas eine Info? Da kriegt man das erst bei der nächsten Stufe, wenn man sozusagen in die nächste Hütte zieht. Der Hintergrund ist nicht gut, da sind wir mal lustig. Naja. Du bist dabei, die Kamera auszuschalten, kannst aber. Ich hast du nicht finden. Hör mal abspannen. Ja, war klar. Ich werde es zu Hause bearbeiten. Huh. Naja, vielleicht kommt das ja auch gut rüber. Wisst man das? Vielleicht sollte ich doch mal jetzt bald gucken. Der PC braucht definitiv neue Technik, also dafür müssten wir doch mal so ein bisschen sparen. Yeah, wir kennen uns jetzt, dann nehmen wir die Leier auch noch mit. Aber wie gesagt, hat einem vorher nie ein das Spiel erzählt, dass man in solchen Dingern hier einen Vlog aufnehmen kann. Ich meine, nur je mehr Leute einen kennen, desto mehr fragen vielleicht, yo, so wie vorhin, kannst du mal das und das Spiel vielleicht machen? Wo ich mir auch denke, ja, meine Gott, so viele Leute ineinander. Gut, wir verzeihen es dem Spiel. Es ist ja noch Early Access. Da kann man dem Spiel das ja noch so ein bisschen verzeihen. Dann. Güte, Alonso, quatschen wir noch eine Runde, bevor wir uns den langweiligen Chinken anschauen. Oh, meine Güte. Muss ich immer einer vordrängeln? Emanuel, was denkst du dir dabei? Ja, komm, wir quatschen darüber. Was hältst du davon? Mir immer die Spotlight klauen, hm? Finde ich nicht gut. Was sagst du dazu? Du machst nur Blablabla. Wie ein Sim. Jetzt kommt aber noch Selfie. Wir sind noch nicht wirklich bekannt. Und? Ich gehe jetzt in den Saal. In dieser Zeit werden wir was ganz anderes machen. Und zwar die Leute bei mir auf Twitch, die können jetzt gerne, auch während der Kinofilm läuft, ja, kann man halt mal so ein bisschen drüber hineinschnacken. Kann ja mal kurz so ein bisschen durch die ganze Liste gehen. Der Pupsi03FCB möchte gegrüßt werden. Ja, wie gesagt, schöne Grüße. Du bist in diesem Part jetzt live mit dabei. Ja, wir haben eine Minute Zeit. Ja. Meine lieben Stammgäste, die Maya, mein Moderator, der Leon, alle sind sie wieder da. Man kann echt zu jeder Zeit aufnehmen. Du hast immer bestimmte Leute dabei, die wirklich alles von dir anschauen. Und ich bin da einfach begeistert. Klingt jetzt schon wie eine Review, dabei sind wir noch nicht mal richtig im Spiel. Man hat ja gesehen, wie riesig das am Ende war, hier dieses Haus im Off. Also ich glaube hier, was man gesehen hat, das Haus mit 320 monatlichen Kosten. Weil ich gesehen habe, dass ich jetzt vorhin mit den Unboxing-Previews, ich glaube schon, das locker verdient habe. Und das war das erste Drittel des Monats. Ich würde mal sagen, wenn wir $1000 auf Reserve haben, ziehen wir in die neue Hütte. Ich habe doch gar nicht Pause gedrückt. Was hat das Spiel gerade für eine Langeweile? Yeah. This game is trolling me. Na gut, wie gesagt. Der Film ist ja Gott sei Dank gleich vorbei. Und da können wir auch nach Hause gehen, denn wir müssen unseren allerersten Vlog noch schnell fertig machen. Call of Fury Preview kommt auch gut an. Ja, wir haben ein neues Level Up. Was haben wir hier?
Freund der Publisher, sei der Erste, der das Spiel spielt, dank des exklusiven Angebots einer der führenden Publisher. Klar! Das ist doch Bingo Bombe! Kollege? Jetzt kommen die ganzen Dinger. Z-Box, Preview. Ja, können wir machen. Meine Güte, es überschlägt sich hier gerade alles echt Stück für Stück. Okay, müsste ich das doch jetzt noch ein bisschen in die Länge ziehen? Dann müssen wir noch zur nächsten Präsentation. Das überschlägt sich aber auch gerade echt. Wir haben die 100.000 Abonnenten geknackt, sehe ich gerade. Das dauert nicht lange und große Begeisterung hier sieht man auch nicht. Außerdem, die Play Studios 2 haben wir ja noch nicht. Können die uns mal schenken? Erzähl doch noch mehr. Wir hören einfach mal so hin. Lalala. Wow, 19. April für den Fuffi. Da würde ich mir ja was anderes holen. Wollte gerade sagen, das ist genug. Wir gehen jetzt. Wir haben ja auch schon die 100.000. Ach, die Kempe ist wieder mit dabei. Dann machen wir noch den Chris zum Bekannten. Ich wollte eigentlich immer sagen, ich mache mal zwei pro, aber der Pate hat jetzt bald sonst Überlänge. Nochmals, man braucht echt dreimal, um mit den Leuten auf Bekanntheitsstatus zu kommen. Danke, fertig. So. Ich hab zu Hause zu tun. Also lass mich das Selfie machen für die Presse und weiter geht's. Danke, dass du erschienen bist. Wow, mit 100.000 ist der Türsteher auf einmal nett. Was ist hier los? Noch eine Nikosoft-Einladung? Aber liebe Leute, bevor das jetzt hier echt noch eine Riesenaufgabenliste wird, ich habe ja gesagt, was der nächste Meilenstein ist, weil ja, beide Previews kamen auch gut an. Ey, wir müssen von beiden noch ein Gameplay machen. Die Aufgabe vom Freund müssen wir noch machen. Wenn wir dann die 1000 Dollar auf Reserve haben, ziehen wir um. Und ihr seht ja oben jetzt, in dem Spiel haben wir schon 101.000 Abonnenten. Und ihr seht ja, der Vlog will auch noch gemacht werden. Ihr seht, das Spiel überschlägt einen jetzt wirklich und ich muss sagen, Real Life, das ist manchmal wirklich so. Ich habe jetzt ja auch, wie gesagt, drei Projekte, hier YouTubers Live, Pokémon Serpent aus the Sky und mit Nintendo Revolution Online. Das ist doch schon eine ganz schöne Hausnummer. In diesem Sinne, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir vielleicht schon soweit sind, in die nächste Hütte zu ziehen. Der Drago verabschiedet sich und wünscht euch noch einen schönen Tag.